So, gucken wir mal, das passt. So, ich grüße auf jeden Fall meine IAC-Fanboys. Den Moron und den Düner und schieß mich tot. Ihr seid mir viel zu betrunken. Oh, jetzt geht's endlich los. Also, WCG-Finale, hey. Ja, auf der ersten Map gibt's noch HALTV, dann müssen wir auf den Stream switchen. Sad Story, aber können wir nichts machen. WCG ist sowieso ein bisschen fail, aber egal. So, dann gucken, was SK spielt. Erste Map ist übrigens D2, dann zweite Train, dritte Tuscan. So, SK mit 2 vom B. Bomber hat Delpan noch mit oben. Ist ja da kurz Cutters gecheckt. Ziehen sich jetzt zurück und Neo an lang. Ne, Neo ist Steg off. Lord hat das Support-Flash für ihn. Aber ist ja noch nicht viel passiert. SK zieht sich da zur T-Base zurück wieder. Ah, doch nicht. Es scheint ein B-Split zu werden. Neo hat da, glaube ich, was gesehen. Boah, hat er einen Headshot gekriegt? Nee. Hat das jetzt eingenommen von SK? Das sieht nach einem Woodscore aus. Neo aber noch mit viel HP. Und jetzt orientiert sich SK zu B und da steht nur Tess. Tess mit dem ersten. Kann er einen holen, hat halt keinen Support von der Mitte. Jetzt alle fünf Polen über die Mitte. Scheint direkt einen Retake zu geben. Sehr schöner Ains. Blueback. Getrad auch schon. Katas gestorben. Sieht sehr gut aus, die Runde. Krass. Ich weiß nicht, ob da noch eine Gegenflash kam von SK. Aber wahrscheinlich schon. Sehr komische Runde. Hatte ich eigentlich dann schon gewonnen für ESC gesehen. Aber gut. So, ESC mit Vollspar zweimal. Ich hoffe, mein Mikrofon rauschen und das Brummen stört nicht ganz so krass. Ich habe mal heute einen neuen Treiber installiert. Hat leider nichts geholfen. Gucken, ob ich es irgendwie in den Griff kriege oder ob ich doch ein neues Headset brauche. ESC Smoke Mitteln, genau. Zu viert A, Tess noch am B. Und auch direkt reinpushen.
oder? Ja, so. Ganz safe in SK. Hier in der Anti-Eco. ESC zu viert auf dem A-Spot. Na, das alte ESC-Team hat noch keinen neuen Clan. Mal gucken, unter welchem Namen sie nächste Woche spielen. Im EM-Qualifier für Kiew. Da sind sie ja qualifiziert. Mal gucken, unter welchem Namen sie da auflaufen, ob sie dann schon eine neue Organisation gefunden haben. So, jetzt auch endlich die Antikus über die Bühne gebracht. So, Delpan, Delpan, Delpan. Delpan hat Ave und bei Pascha hatte ich glaube ich auch eine gesehen. Sehr schön, ESC spielt direkt was. Gehen da zu dritt B. Getrider ist super defensiv. Die Polen bangen wahrscheinlich und gehen dann vor. Nette Deckung. Anscheinend irgendein Read oder so. Dass Kontakt B kommt, aber da ist gar nichts. Getrider steht da T-Base. So, beide Teams wissen eigentlich noch gar nichts. So, ESC nimmt jetzt hat das einen und Getrite kann das gleich ansagen, wenn sie da durchpushen sollten. Jetzt hat er einen gesehen. Oh, wichtig, dass er da nicht stirbt. Oh, kriegt Headshot. Der überrannt gleich und Robban kommt zur Hilfe. Noch ein Headshot. Nice. Sehr gut unterstützt. Aber verstehe nicht, warum sie da unbedingt auf Frag gehen wollen. So, jetzt Kuben noch am B drauf. Ist ein bisschen Joker. Ich glaube nicht, dass sie mit ihm rechnen. Er kann jetzt die Runde entscheiden noch. Boah. Aber Robban einfach zu gut. Oh, Lord, 1 und 4. Wird er die Waffe wahrscheinlich auch nicht mehr durchbringen. Die gehen schon alle jagen, Getrider ist schon T-Base. Forest schon im Lang drin. Na, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ohne Wache. So, erste Waffenrunde damit an SK. Sehr komische Aufstellung von ESC hatten da, wie gesagt, anscheinend irgendwie einen Read oder so. Haben da vermutet, dass er B-Kontakt kommt direkt. Aber selbst wo sie dann Cut das eingenommen hatten, verstehe ich nicht, warum sie den dann unbedingt töten wollten in T-Base. Doppel-Arbe? Was zur Hölle? Forrest hatte die ja gepickt von Lord, der die da für Pascha safen wollte. ESC jetzt komplett in der Mitte oben. So, 5-0. Hat Forrest die Arme behalten? Nee, sehr gut. So, Delpan gucken und mal sehen, was ESC jetzt spielt. Delpan wird auf die Kiste gelassen. Pascha hat der AWP. So, Steg wird nichts passieren. ESC zu zweit lang hinten.
B auch noch zu zweit, beziehungsweise vor Tor und Pascha noch mit unten. Jetzt kommt es auf Pascha an, ob er da einen First Track setzen kann. SK noch super defensiv. Get Right und Face orientieren sich jetzt erst vor Katas Eingang. Wird auf jeden Fall Richtung B gehen, vielleicht ein B-Split oder kurz wahrscheinlich auch erst mal eingenommen. Ja, Forest geht da Steg. Wird da gleich eine Flash von Robbern kriegen. Steg ist aber nichts. Delpan wartet mit der Bombe vor Katas. Das soll wie gesagt Fake werden und mein Forester wird auch nicht wirklich abgedeckt. Und B steht noch zu zweit. So, Tess und Kuben. Robben am Tor. Forest zieht sich zurück und jetzt kommt der Bigo. Ganz schlecht. Oh, krass. Ich verstehe nicht, warum er da runter ist. Er hat da wahrscheinlich Angst, gebankt zu werden. Da kam auch keine richtigen Gegenflashes. Eigentlich. Also die Runde muss ESC da gewinnen. Wenn sie da schon zu zweit am B sind. Und Pasch, dass es gar noch vor B mit der Ave steht. Ich glaube, da kamen gar keine richtigen Gegenflashes bei dem Go. Boah, somit schon 6 Runden in Folge. Bei SK gelingt einfach alles. So, ESC. Kaufen da was geht. Wollen da unbedingt jetzt die Runde. Jetzt Katas ein Spieler im Push. Sehr schön. So, Katas eingenommen. Get Right ist aber wieder nur T-Base. Also die scheint auf jeden Fall Demo geguckt zu haben. Von den das zwei Matches von ESC. ESC steht jetzt halt super kompakt. Sind da alle in der Mitte versammelt. Ja, durch die Overview sieht man das nicht ganz so gut. Also durch die Buggy Overview. In der Neo überrennen. Keine Ahnung, warum die so am Steg den nicht helfen konnten. Warum sie den nicht geholfen haben. So, One-on-One. Gut gegen Lord. Was ein Headshot von Get Right. 7-0. Mann, der wird doch gern ein bisschen verhöhnt noch. Oh Mann, also SK einfach super stark gerade. ESC wohl auch jetzt wieder mit Eco. Ja. Ich hatte ja gestern schon gesagt, also wenn SK hier gewinnt, dann sind sie für mich auf jeden Fall der verdientere Sieger, als wenn das ESC machen würde. Einfach dadurch, weil SK den viel, viel schwereren Baum hatte. Und insgesamt einfach viel mehr gute Gegner hatte und die teilweise auch dominiert hat und wären auf jeden Fall der verdiente Sieger hier in dem Turnier. Ich meine, ich würde es ESC natürlich auch gönnen, aber so rein objektiv. Lol, M5 schon die erste Map gewonnen, 16-1. Ja, WOT, also VOD gibt's immer.
Wird immer automatisch aufgenommen bei Twitch. Es wird dann auch eine Weile gespeichert, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 2 Wochen oder so. Danach wird es gelöscht, außer man speichert halt für immer. Also jedes Mal, wenn man online geht, dann recordet es direkt automatisch. So, 8-0. Jetzt soll sich ESC langsam mal was einfallen lassen. Ihren Cutters-Push haben sie da schon gespielt, wurden da aber überrannt dann, komischerweise. Ich bleibe jetzt mal auf Pascha. Sehen, ob er das AWP-Duell gewinnen kann. Ne? Der hat dann auch direkt weggezogen. Escau baut zu viert über Cutters auf. Hat Doppel-AW jetzt. Schade, dass Neo nicht auf der Kiste ist. Da sind nämlich gerade 3 Cutters unten. Jetzt geht's mit raus. Was Kuben, 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 Kuben. Kuben wird da abgesmoked, kann der nichts machen. So, Test steht gut. Katas ist noch Delpan. Sehr schön. Letzte angesagt, wissen das. Delpan mindestens Katas ist und Frost ist da auch. Ja, schöner Doppel. Ein Schuss, zwei getötet. Sehr schön. Doppelfrag von Pascha am Ende. Endlich, erste Runde. Pascha kriegt da den Hit von Delpan. Krass. So, ESC spielt jetzt mal was über lang. 3 Mann da. Tess wurde jetzt komplett allein am B gelassen, hat er die Choco-Posi. Mitte auch komplett ungedeckt, nur vom Hüpfer, von der Kreuzung. Also ESC hat er jetzt. Setzt da alles für eine Karte. So, und sieht aber so aus, als ob SK über Steg was macht. Wäre aber. Okay, Neo steht so. Pascha hat ja auch Ave. Jetzt kommt es auf Neo an. Hat ja ganz gutes Timing. Hat jetzt aber viel zu viel Angst vor der Mitte. So, Pascha jetzt am Markloff. Forrest wird da wohl verzögert langkommen. Ist jetzt ganz schwer da. Jetzt gibt's den Go. Pascha ist blind, verschießt. Forrest kommt da gleich langsam. Oh, Pascha. So, sind auf A drauf. Forrest ist da immer noch da. Jetzt pushen jetzt auch vor. Machen sie gut. Müssen da lang erstmal ausschließen, dass da nichts von hinten kommen kann. Kriegt jetzt auch die Hits, aber Forrest macht den Frag. Gut, dass Kuben den Refrag macht. Oh, Face saß da schon super. Die Runde ist gegessen. ESC zieht sich da auch schon wieder zurück. War aber auch echt. Bisschen glückliches Timing. Neo hat da die ganze Zeit reingezielt, hat auch gutes Timing mit der Flecht gehabt, aber ist dann halt verschoben zur Mitte runter. Und dann ist SK vorgekommen. Wenn Neo da noch ein paar Sekunden länger gestanden hätte, dann hätte er auf jeden Fall Flächenfrag setzen können und auch Gegenflächen und wären sie dann vielleicht besser vorbereitet gewesen für den Go. Boah, und ESC hat jetzt eigentlich kein Geld. Ja. Gekauft. Sehr schön. Einer bangt, einer zieht da rum. Hat das auch gepusht? Na, endlich geht der Push mal auf. Nice. Sehr schön. Und Delpan, letzter Mann. Wird da von Tess geholt. Schön. Endlich geht der Push auf. Auch 5er Runde, ganz wichtig. Keine Waffe verloren.
Und 9-6 ist jetzt noch drin. Ich gönne den Sieg ESC, aber rein objektiv betrachtet wäre SK der verdientere Sieger. Also wenn sie gewinnen, dann sind sie zu Recht, kann man sie zu Recht als das beste Team vom, des Turniers betiteln. Was man bei ESC dann nicht unbedingt sagen kann. Meine Meinung. So, jetzt war ich leider nicht drauf. Kuben hat da Abe bekommen und ist da Katas reingepusht und hat Get Right an T-Base geholt. So, und die restlichen SK spielen jetzt alle Mitte. Lord ist da noch am Steg. Ist an den Treppen. Ach, Kuben jetzt gestorben gegen Delpan. Oh, jetzt kommt es auf Lord an. Entweder macht er zwei Frags, oder er kommt noch. Ja, jetzt kriegt er auch Support. Ist aber blind. Schön von Pascha. Nice. Und mit Lord haben sie gerade nicht so wirklich gerechnet. Macht er den Headshot. Sehr schön. Auf geht's. Ja, doch nochmal. Komm doch nochmal zurück jetzt. Und Delpan hat keine Arme mehr, also auch nicht mehr so viel Geld bei SK am Start. Und ESC mit Maxi-Eiern pushen da Mitte hoch. Nice. Und können beide Frags setzen. Sehr schön. Bombe oben down. Get right noch vor Katas. Müsste da eigentlich mal reinpushen. Hat er aber ein bisschen Angst. Delpan wird jetzt allein lang gelassen. Macht er den super Notchy. Na okay, doch nicht. Ihr geht jetzt vor. Pascha zielt da lang zum Plateau. Und die beiden anderen SK-Spieler von Katas. So, wenn Tess jetzt guten Support mit Kuben hat, dann ist die Runde gewonnen. So, Pascha macht auch den Frag. So mit der Mini-Mini-Fake. Auch überhaupt nicht effektiv. Und jetzt geht's zum B. So, jetzt kommt es auf den Support von Kuben an. Und wie lange Tess da überleben kann. Ah, Get Right ist nochmal runtergegangen. Sucht da den Frag. Geht da gleich Mitte raus. Oh. Krass. Macht da den Headshot. So, und jetzt hat Tess keinen Support mehr so richtig. Jetzt ist ganz wichtig, dass er da steht. Und überlebt. Und Zeit rausholt. Hat zwar überlebt eine Weile, aber... Boah, die Bombe war down. Hätte Faust die Bombe gehabt, hätte sie auf jeden Fall noch leben können. Sehr schön. Ja, doch nochmal. Also, SK ist beste draus gemacht aus dieser 2-5-Situation. Haben danach zwei einfach rausgeholt. Naja, also die knapp 10.000 Zuschauer gehen jetzt noch. Ich meine, ist ja auch Wochenende. Da passt das schon. Boah, Pascha jetzt mit demselben Move den Kuben gemacht hat. Boah. Er wollte das genau dasselbe machen wie Kuben vorhin, wollte der Get Right an TBS naschen, aber ich weiß gar nicht, ob sie wussten, dass sie eine Eco jetzt haben. Schön abgeflecht, aber boah, Kuben, guck rechts, guck rechts. Oh Gott, oh Gott. Überzahl für SK jetzt. Lord steht aber noch ganz gut. SK zieht sich T-Base zurück. Get Right bleibt Katas. Neo hat, glaube ich... Interessante Runde. Lutz, der Einzige, der ein bisschen Kontrolle hat, da ein bisschen Infos. Aber auch nur nicht so wirklich viel. Muss da jetzt auch Angst vor Lang haben.
Super Timing von dort. Aber FaZe macht den Frag so mit A offen. Und Neo schafft es, nach Headshot-Rampe zu kommen. Er ist ersten, zweiten, dritten. Die waren wahrscheinlich low. Schön von Neo. Komm, macht vierten. Nice. Schöne Runde von Neo. Super gespielt. Wusste da, dass er, wenn er Headshot-Rampe kommt, die Runde noch holen kann. Hat es richtig gemacht. Habe jetzt leider nicht geguckt, wie viel AP die noch hatten. Aber schönes Comeback von ESC. Stande 9-1, glaube ich. Oder zumindest 8-0 und dann vielleicht jetzt noch zu einem 6-9 gedreht. Der Panther schießt ausnahmsweise mal. SK hat bisher nie was überlang gemacht. Und ESC steht da zu zweit. Alle jetzt Mitte unten, beziehungsweise. Okay, doch nicht. Tess schiebt er wieder auf den B. Es scheint ein Fake zu werden. Forest mit. Okay, Forest an Treppen. Cut. Was ist der Frag, der ist passiert? Robban ist, glaube ich, am Steg gegen Pascha keine Ahnung. So, Mitte raus. Pascha 1. Wird da abgeaimt. Kann da auch gut gegenflächen. Sehr schön. Hat das blind. Boah, nice. Schöner Frag von Pascha. Schön, macht den Fuß hit. Und Tess finde ich den. Also sehr, sehr schönes Comeback von ESC. Also zu den Spectator-Zahlen richtig interessant wird es ja dann eigentlich nur, wenn der Held vorweg ist und wir auf dem Stream switchen müssen. Dann wird es interessant zu sehen, wie viele Zuschauer es wirklich sind. Insgesamt. Aber egal, sonst jetzt nicht weiter stören. Die Halbzeit sehen wir jetzt auf jeden Fall noch auf dem Held TV. Dann switchen die Spieler auf die Bühne. Neo hat eine USP. Ich weiß nicht, ob er sie bekommen hat oder selbst gekauft hat, ist aber auch egal. Ja, wobei, egal ist nicht, aber das soll mich jetzt nicht weiter interessieren. SK dann Tower. ESC zu dritt mit oben, zwei Kadas unten. Forest hat lang, glaube ich, kurz gespottet. Steht dann noch weiter Backkante. Da wollten sie Mitte raus oder irgendwie spotten. Aber jetzt ist der Ausgleich. Und A ist relativ offen. Schön. ESC macht dann nicht den Go. Und überrennt jetzt Get Right. Der da aber super steht. Und Support von Hedgeframpen bekommt. So, FaZe noch allein am B. FaZe macht da einen. Boah, zweiten. Oh, sick. Sehr krasse Pistol. Scheinen auch wieder relativ gewusst zu haben, was ESC da spielen wird. Mit dem Tower und sah alles sehr drauf eingestellt aus. Bombe nicht gelegt. Deagle Kev. Ich kann ansagen, dass lang ist. Jetzt fährt kurz durch. So, jetzt Forest. Schön. Und Get Right steht wichtig, dass er den lang danach holt. Sonst wäre der die Zange gewesen. Bombe.
Wo ist denn die Bombe? Hä? Ich sehe sie nicht mal auf der Overview. Ach, da ist sie, die ist... CTB ist da runtergefallen, da sieht man sie, glaube ich, am am Element. Und Kuben versucht da jetzt einfach nur eine Waffe zu picken. Schaut aktuell nach keiner B rein. Aber so wie ich... Ja. Ah. Ja, jetzt. Das war klar, das Forest. Lol. Ich glaube, Face hat sich da einfach nur rumgedreht und direkt X gegeben. So, jetzt Fullspar bei den Polen wahrscheinlich. Schade, das dämpft das Comeback ein bisschen. Mit gewonnener Pistole wäre das hier viel spannender. Nicht, dass es K jetzt vorbeizieht hier. Hat Delpan eigentlich jetzt schon Aave? Komm, pack sie aus. Sieht auf jeden Fall danach aus, ja. Ist sie da lang erfolgreich gewesen? Konnte eine Waffe aus dem Spiel nehmen, spielen jetzt auch mit der. Oh, interessant. Face war Cutters gepusht. Kann er ansagen, dass da nichts ist? Und AC verschiebt gerade komplett zum Cutters Eingang. Okay, jetzt ist aber Delpan an Treppen und können jetzt eigentlich ahnen, wo sie sind. Ja, zack, vor ist auch an. So, jetzt mal gucken. Delpan spawnt zu lang oder wird vielleicht kurz geboostet? Oh, ja, ich glaube, er will da kurz geboostet werden und gucken, ob Pascha. Pascha hat AK. Also keine Aave bei den Polen. Schlitz wurde, glaube ich, ein bisschen gezielt. Boah, und Delpan, Face pusht da direkt Cutters rein. Steht da am Starix. Sehr gute Posi. Gucken, ob Lord, Lord das checkt. Nice. Macht da den wichtigen Frag in Cutters. Jetzt geht's Mitte raus schnell. Sehr schön reagiert. Kann da abflächen. Forest noch am B im Loopback. Kann da aber noch Frag machen. Nice. Wichtig von Pascha. Das Forrester stirbt. Jetzt 3 und 3. Ne, 3 und 2. Die Runde muss an ESC gehen. Oh, oh. Krass, ich weiß nicht warum. Leo hatte wahrscheinlich gedacht, dass sie schon weg sind. Ah, gut. So, Delpan kriegt da die Aave durch. Also SK wird auf jeden Fall nochmal kaufen. So, wie gesagt, SK hat gekauft, was geht. Oh, nice, Kuben bangt ihn da. Delpan auch gleichzeitig kurz offensiv gewesen. Frag-Austausch. Getright macht da wieder so ein Special in der Grube. Hat man jetzt auf dem Event schon öfter gesehen von ihm. So, SK hat gerade keine Informationen mehr. Stehen da auch alle eins, relativ einzeln. Und Face allein am B und da soll es jetzt hingehen. Boah, und an der Posi macht er maximal ein. Jetzt ist er auch angesagt. Hat auch keinen Support von der Base, kriegt Headshot. Muss jetzt sterben, sehr schön.
So, jetzt Überzahl und SK kann eigentlich direkt helfen. Sind da viel zu weit weg. Nice. So, 3 gegen. Ach, Quatsch. 3 zu 2 jetzt. Also, EC bleibt dran. Gute Entscheidung da, direkt zum B zu gehen, nach diesem 1 zu 1 Austausch. Mussten da das mit der Offensive arbeiten, war da der Frick. Ich weiß nicht mehr genau, wer mit reingepusht war, aber vielleicht war es ein B-Spieler. Und EC hat das wahrscheinlich gemerkt und ist deswegen direkt zum B. Vielleicht war es der B-Supporter oder so. Das, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und SK kauft nochmal, was geht. Wir hatten ja wieder zwei Waffen gesaved. Wollen ja auf jeden Fall dranbleiben. Und solange Delpan die aber hat, dann hat Nico ja gestern auch schon gesagt, also SKs zählt das Spiel auf D2 beruht eigentlich nur auf Delpan. Auf seine First Tracks. Neo schon kurz eingenommen. So, wissen jetzt, dass SK außerhalb deckt. Könnten. Ne, sie wissen ja, dass die Waffen noch sind, da sind. SK diesmal zu zweit am B. Und das scheint ein Fake zu werden von Neo und Pascha. Ich glaube, Neo hat die noch gesehen. So, jetzt aber Fake ohne Frag. Jetzt geht's raus. Nice. Und Forrest hilft Faze nicht richtig, weil der Fo Neo gut Stress gemacht hat. Boah, und das ist die dritte Runde in Folge, die SK da am B verliert. Nice. Lol. Ach, scheiße, ich hab gerade weggeguckt. Hat er ihn da gebankt? Boah, schön. Ja, ich glaube, er hat ihn gebankt. Kuben lobt ihn dann nochmal. Krass. So, 3 zu 3, damit 12 zu 9. Immer noch die Führung für SK und jetzt müssen sie sparen. Haben alle Waffen verloren. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie Doppelspar machen. Bin mal gespannt, ob SK jetzt was am B ändert. Wie gesagt, alle drei Waffenrunden, die sie verloren haben, wurden am B abgegeben. So, Delp, okay, doch keine Doppelspar. Delpan wieder mit AWP. EC wird er ihr Spiel ohne AWP auf jeden Fall beibehalten. Bauen da jetzt Todesgang auf. Gibt vielleicht ein schnelleres Split. Robban, er sitzt Doppel-AWP. Robban hat da oben Mitte oben rechts gezielt und den Frag setzen können. Boah, Neo schon durch. Robban war da ein Ticken zu spät. Und wenn Neo jetzt vorgehen würde. Ah ne. Okay. Delpan steht schon am Makelov. Pascha soll da wohl wieder mit Neo faken. Und ich glaube, dann sucht Tess den Frag Mitte. Schön. Sehr schön gespielt. Boah. Nice. Richtig gut gespielt. Tess faked da den B-Split. Dann zieht, glaube ich, Steg rum.
macht die Frags am A, also da sitzen auch einfach die Frags, also taktisch schön gespielt und super Aiming. Sehr gut ausgespielt, selbst in der Unterzahlsituation. Nice. Stark von ESC, trainiere nochmal richtig auf. Tja, SK jetzt wieder mit einer Eco. Sind auf jeden Fall gut manifakt und sind da im Teufelskreis drin. So, 6 zu 3, jetzt fast der Ausgleich. SK immer noch die Führung, 12 zu. Ne, Moment, Ausgleich jetzt, genau. 12 zu 12. Und jetzt hat Pascha Ave. Robban zielt. Oben links. Neo nimmt da wieder schnell kurz ein, aber da steht diesmal Delpan. Okay, steht oben Treppen. Ist hier schon verschoben. Delpan geht kein Risiko ein. Hier ist jetzt Steg eingenommen. SK hat keine Infos. Die stehen da super Standard. Face deckt die Mitte auch vorm B. Also gibt es jetzt einen Kurz-Go. Oh, nice. Die smoken Delpan da ab. Der kann jetzt da nichts machen. Steht der Headshot dran. Okay, anscheinend kann er doch was machen. So, jetzt schöner vielleicht ins Goose-Egg. Delpan jetzt blind. Mal gucken, wie lange Neo überlebt. Schöne F Granaten da. Headshot-Rampe. Schön. Robban, letzte verbleibende Spieler. Ah, super viel HP noch bei allen und Robban hat sowieso nur Ave. War sehr schön, schöner Go von ESC. Gut abgesmoked. Ich glaube, Delp hat da einfach nur reingehalten, also war eher so ein Luck-Frag. Ich glaube nicht, dass er da was gesehen hat. Dann noch su super abgeflasht ins Goose-Egg, sowieso die wichtigste Flash bei einem Argo. Und dann noch weiter lang abgeflasht von ESC und Granaten geworfen, also sehr, sehr schöner Go. Aber wie gesagt, SK hat halt null Infos. Und da verliert man auch mal so ein Go. Gegen so ein Kurz-Go. So. Robban hat die Abe wohl Delpan gelegt. Ne, Moment, ist Robban gerade noch gestorben? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber Face, der war ich schon am B gestorben. War jetzt gerade ein bisschen überfordert. Boah, das wird direkt wieder die nächste Runde wahrscheinlich. Schönes Doppel auch in Katas. Ist hier safe da vier Waffen. Farmers. M4. Und das Wichtigste, keine AWP. So, 8 zu 3. Nach einer Runde hatte ist hier das Draw. So, mal gucken, ob SK jetzt mal offensiv spielt oder irgendwo Infos sammelt. Weil durch dieses defensive Spielen gewinnen sie ja keine Runden gerade. Offensichtlich. Ich bin wieder Standard. Delpan schiebt jetzt die Headshot-Rampe. Get right allein in der Grube.
Okay, Robin hat er. Schöne Gegenfläche. Mit da, glaube ich, Gegenflächen und dann auf die Kiste springen oder so. Aber EC geht's lang. Get right kriegt. Hat nochmal Glück. Ich wollte schon sagen, kriegt keinen Support, aber da kam eine Flash. Neo macht da. Oh, Neo, sehr schön. Ist damit rausgepusht, vernaschter Forest. Wichtig, dass er Neo da eine Frag macht. So mit Face nur noch alleine am A. Nice. Neo macht Delpan, der da verschieben wollte. Oh, sorry, dass ich da nicht drauf war, aber Neo entscheidet einfach die Runde. Und gewinnt für EC das Draw. Hat auch super aufgepasst, wusste, dass Face ein B-Spieler ist und auf jeden Fall noch ein B sein muss. Nice. Also schön gedacht auch. ESC lang eingenommen. Dann Neo Mitte raus. Konnte den Frag setzen. Schön. Damit das Draw. Krass. Hätte ich überhaupt nicht gedacht nach der sehr, sehr, sehr dominanten Führung von SK vorhin. Haben jetzt zwar Waffen, aber wahrscheinlich wenig Equipment. Doch nicht. Boah. Get right mit Abe. Was ist denn da los? Will jeder mal. Nicht, dass sie sich schon wieder anmaulen und rumweinen. Hat Get right ja bis häufiger erwähnt, dass wenn sie rumweinen und so, dass sie da oft öfter Spiele verlieren und wenn sie es nicht tun und fokussiert sind, dann gewinnen sie die Matches. So, es ist hier mittlerweile am A drauf. Tess fuckt da auch noch B ab. Macht auch den Frag, glaube ich, die Runde. GG. Nice. Richtig stark. Krass. Also, Respekt. Kleiner Klatscher hier. Für EC. Schöne erste Map. Schön dominant von SK, dann gut zurückgekämpft von EC, dann Pistol wieder gewonnen für SK und EC dann aber super gespielt als Terror. Nice. So, jetzt danke noch fürs kurzfristige Einschalten. Die Spieler werden jetzt auf die Bühne wechseln und ich glaube, da lief vorhin noch nächstes Spiel Crossfire oder so. Mal gucken, ob da jetzt das Spiel schon fertig ist. Also das wird jetzt bestimmt mindestens eine halbe Stunde dauern, ehe es da weitergeht auf der zweiten Map. Wie gesagt, die Spieler switchen jetzt auf die Mainstage. HLTV wird es nicht geben. Das heißt, wir müssen jetzt alle auf den Stream. Restream mache ich nicht. Ist mir ein bisschen zu riskant, glaube ich. Und jo, sehen wir uns alle quasi auf dem Stream wieder unter den Comments. Müssen wir jetzt alle mit einer sehr, sehr schlechten Qualität vorlieb nehmen. Keine 50 FPS, keinen Breitbild, keine HD-Auflösung. Alles scheiße, sozusagen. Bis auf die Kommentation vielleicht und die Stimmung vor Ort kriegt man mit. Wir haben ein paar Pluspunkte, aber naja. Also, zweite Map auf dem Stream. Ins Match Spielplatz 3 gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Außer ESC gewinnt das und da ist noch eine dritte Map und die würde ich noch komplett sehen können. Dann gehe ich vielleicht noch, übertrage ich vielleicht noch die dritte Map beim Spiel um Platz 3, aber das kommt wirklich darauf an, ob es da überhaupt eine gibt. Also, schönen Dank, gute Nacht und viel Spaß noch auf der zweiten.